Ja Leute, heute wechseln wir die Koppelstange oder auch im Volksmund Stabi genannt oder Stabilisator. Die schaut so aus, die schlagen gerne aus. Die gibt es an der Vorderachse und an der Hinterachse. Und heute machen wir es an dem Beispielfahrzeug BMW E46. Wenn ihr das System einmal verstanden habt, wie es funktioniert, ist eigentlich ganz einfach. Es sind nur zwei Schrauben, dann könnt ihr das auf jedes Fahrzeug auch anwenden. Und als allererstes bocken wir mal das Fahrzeug ein bisschen auf und machen das Rad runter. Ja, also die Koppelstange sitzt jetzt hier einmal festgemacht am Stoßdämpfer, hier oben, und geht dann hier runter auf den Stabilisator selber. Das sind im Prinzip nur zwei Schrauben und diese lösen wir jetzt einfach. Wenn ihr jetzt merkt, dass beim Aufschrauben das Lager hinten an der Koppelstange sich mitdreht, dann müsst ihr auf jeden Fall noch das Lager hinten fixieren mit einem Schraubenschlüssel, um das Ganze dann richtig aufschrauben zu können. Und das Gleiche macht ihr natürlich noch unten. Nachdem ihr jetzt beide Schrauben gelöst habt, oben wie auch unten, dann könnt ihr den Stabilisator einfach aus einer Halterung, hier bietet sich's oben an, herausschlagen und den neuen einsetzen. Jetzt kommt auch dann schon der neue Stabi ins Spiel oder Koppelstange. Diese setzt ihr zuerst dann unten ein. Schraubt sie schon leicht mit der neuen Mutter fest. Und jetzt müssen wir, aufgrund, weil sich der Stabi schön entspannt hat, ist er jetzt auch weiter hochgerutscht, hier unten ein Brett oder was ähnliches auf die Bremsscheibe unten legen und den Wagen ein Stückchen absenken, dass der Stoßdämpfer sich ein bisschen in Anführungsstrichen einfedert. Also wie gesagt, ihr nehmt jetzt irgendwas, was stabil ist und ihr unterstellen könnt und ihr lasst jetzt das Auto leicht runter. Jetzt nehmt ihr euch den Stabi zur Hand. Ihr seht ja jetzt hier den Unterschied zum Loch, wie viel es ungefähr ist. Und diese Höhe lasst ihr jetzt das Auto runter, bis ihr den Stabi danach ohne Probleme einfach einsetzen könnt. Während ihr das Ganze jetzt festschraubt, lasst ihr das Fahrzeug genau in dieser Position. Nachdem ihr die Koppelstange eingehängt habt, schraubt ihr jetzt beide Schrauben wieder gut zu. Vergesst nicht, diese zu kontern, weil sie sonst im Lager sich durchdrehen würden. Koppelstangen bekommen je nach Hersteller zwischen, ich sag mal, 80 und sogar 130 Newtonmeter Drehmoment. Und das Gleiche macht ihr natürlich auch unten.
Wichtig ist bitte, wie gesagt, nicht das Brett wegnehmen. Beim Einschrauben sollte der Stabilisator und die Koppelstange so zueinander passen, dass sie schön entspannt sind. Danach könnt ihr das Fahrzeug wieder aufheben. Die Konstruktion mit dem Brett oder ähnlichem, je nachdem was ihr halt verwendet, es muss einfach stabil sein, wieder lösen, das Rad drauf machen und der Wechsel der Koppelstange ist somit schon vollzogen. Ja Leute, wie ihr seht, es ist eigentlich keine große Geschichte und ist allerdings auch dementsprechend ein Bauteil, das oft kaputt geht. Aber ihr könnt es ja selber wechseln, kein Problem. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über einen Kommentar, einen Daumen hoch. Wer uns jetzt noch nicht kennt, drückt jetzt hier oben den gelben Abonnier-Button, somit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Links kommt ihr jetzt zu unserem letzten Video, und zwar wie ihr den Kraftstofffilter bei einem Diesel wechselt. Und rechts seht ihr, wenn eure Hydraulager kaputt sind. Alle Teile findet ihr natürlich immer, wenn ihr jetzt unten auf die Bremsscheibe drückt. Wer uns auf sämtlichen Social-Media-Plattformen folgen will, der sieht jetzt auch die Logos eingeblendet. Bis zum nächsten Mal, Servus und Ciao.